Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Gestern Abend, bevor ich einschlief, hörte ich, wie so oft in letzter Zeit, ziemlich laut den Waldkauz rufen. Früher habe ich mich davor gefürchtet. Seine Laute kam mir unheimlich vor. Irgendwo im Off rief jemand nach mir. Ich dachte an den Tod. Daran erinnere ich mich auch heute noch, wenn ich seine Rufe höre. Aber Angst machen sie mir keine mehr. Vielmehr würde ich den Kauz gerne mal sehen, finden. Er kann nicht weit weg sein. Aber so leicht ist das nicht. Ich müsste den Abend still sitzen. Ich müsste den Abend im Wald verbringen. Ich nehme mir das vor für den Sommer. Aber es beruhigt mich sehr, dass er da ist, denn mein Gefühl täuscht mich nicht. Die Vögel hier in der freien Natur sind weniger vielfältig geworden. Ich erinnere mich, wie viele verschiedene Vogelarten ich noch vor 6 Jahren sah. Das war der erste Winter, in dem wir das Haus am Wald hatten. Heute kommen die Blaumeise, die Kohlmeise, die Haubenmeise, Amseln, der Sperber und Eichelhäher zum Haus. Das ist es dann auch schon. Und auch an Tagen, an denen die Luft -6 Grad hat, wie heute, der Boden gefroren ist, werden es nicht mehr. Keine Goldammer, kein Rotkehlchen, kein Gimpel, kein Zaunkönig. Heute Morgen zum Beispiel war eine ganze Weile nur eine einzige Kohlmeise da. Überhaupt die Tiere. Vorhin bin ich ums Haus herumgelaufen. Ich wollte nach Tierspuren schauen, weil unter unserem Dach wieder eine ganze Bande Siebenschläfer eingezogen ist. Ich wollte schauen, ob ich endlich einmal Spuren finden kann, die ins Haus führen. Nichts. Unsere Vermutung ist, sie springen über einen Baum aufs Dach. Aber auch sonst war wenig los. Natürlich, die Rehe waren unterwegs, aber kein Hase, kein Marder, nichts. Vielleicht hatte ich auch nur Pech und die Tiere haben sich lieber im dichten Wald versteckt, in dieser eher schneestürmigen Nacht hier draußen. Ich könnte das verstehen. Aber zu denken gibt es mir trotzdem. Vor ein paar Jahren hatte ich mal zu einer Werkstatt mit Studierenden den Münchner Stadtjäger eingeladen. Er erzählte, dass inzwischen in der Stadt mehr Füchse und Kaninchen, Hasen leben als auf dem Land, weil es mehr zu fressen gibt. Klar, er erzählte, dass die Vogelpopulation in der Stadt weitaus höher ist als die auf dem Land, weil im Englischen Garten zum Beispiel keine Pestizide versprüht werden. Und im wilden Teil, jenseits des Rings, die Wiesen eine größere Artenvielfalt aufweisen als die meisten Wiesen auf dem Land. Ich fand das früher immer albern, im Winter ein Vogelhaus aufzustellen und was für Menschen mit Kindern oder für alte Leute, die sonst nichts mehr zu tun haben, als den Vögeln beim Picken zuzuschauen. Aber seit ich kapiere, dass wir nicht nur Bienen und Schmetterlinge verlieren, sondern auch der Vogelbestand drastisch zurückgeht, weil vielen Bauern die Vögel so nichtsnutzig zu sein scheinen wie der Wolf, füttere ich auch. Sie im Winter zu füttern, hilft ihnen zu überleben. Wenn es dann doch geschieht, dass der Schwarzspecht oder der Buntspecht am Häuschen vor meinem Schreibtischbalkon vorbeischauen, tue ich Abbitte bei meiner Oma. Schon sehr beeindruckend, diese wilden Tiere. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.